Abend, meine Damen und Herren. Ein kleiner Eklat zum Frühstück. Als Dönermorde wurden sie bezeichnet. Mit ihm hatte die Mordserie angefangen. Ganz Deutschland war schockiert, als 2011 der rechtsextreme Hintergrund der Taten schließlich bekannt wurde. Schockiert auch, weil die Täter keine Unbekannten waren. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Die Neonazis tauchten ab und begannen in ihrem Wohnmobil Selbstmord. Adrian Arnold in München. Wie steht der deutsche Rechtsstaat heute da? Funktioniert. Adrian Arnold, live aus München, vielen Dank. Globales Konfliktpotenzial, diverse Brandherde und eine ständige internationale Terrorgefahr. Es gibt an sich genug Gipfel. Beginn des Gipfels. Gipfelfrühstück, die Errungenschaften der NATO. Zusammen schauen wir auf eine beispiellose Periode von Frieden und Sicherheit zurück. Und wir sind heute hier, um dafür zu sorgen, dass auch künftige Generationen in diesen Genuss kommen. Wir haben aber gemerkt, dass die Leute das nicht merken. Die paar Tröpfchen Blut ist nicht das Problem. Sebastian Ramschbeck, Gipfel. Nein. Vielen Dank. Und wir kommen zu weiteren Auslandsnachrichten im Überblick. Über einer Milliarde. 200 Milliarden Dollar. Einem Franken. Jetzt legt sich auch die Schweiz mit den USA an. Let's get ready to rumble! Fernverkehrslinien. Der Name Nationale Kommission zur Verhütung von Folter klingt möglicherweise ein bisschen dramatisch. Mindestens in der Schweiz. Wer angesichts dieses Bildes nicht die Zungenspitze ausfährt, hat erstens. Dann ist gerade Zeit für 10 vor 10, Arthur Honecker. Da erzählen wir eine Geschichte über Briefkästen. Ja, dann um 10 vor 10. Danke, Arthur. Ja, das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht's jetzt weiter mit Meteo und dann mit der vierten und letzten Folge des Rössli-Schauspiels Gestüt Hochstetten, in dem es wieder um Rössli und falsches Spiel geht. Gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Es gibt ja jetzt im Moment schon recht viele Kantone. Mindestens in der Schweiz. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise.